Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Factorio hier aus dem Studio. Mein Name ist Master Ströder und ja, wir werden heute versuchen, quasi in diesem Streifen hier herunter. Ihr kriegt von da noch Strom, die kriegen von der anderen Seite Strom, hoffe ich zumindest, dass das noch so ist. Ist doch egal, wenn nicht, dann halt nicht. Aber ich wollte hier mal ganz kurz erstmal einmal den Strom abkappen. So, jetzt sollte hier eigentlich die ganze Bahn runter, in der Mitte kein Down ist noch welche, aber okay. Die kappe ich auch noch durch, um zu gucken, ob der Rest Strom hat oder nicht. Aber eigentlich sollte das jetzt von der einen Seite Strom kriegen und von der anderen Seite Strom kriegen und deswegen theoretisch eigentlich funktionieren, aber naja, man weiß ja immer nie. Okay, nein, das hat keinen Strom, okay. Dann holt es sich mal ganz kurz Strom. Gut. So, also geplant ist, dass es hier unten theoretisch einen Bahnhof gibt, der nach hier entsteht, wo zwei Stränge drauf landen, wo immer ja, so ungefähr 400 Liter oder 400 Einheiten Mineral Water ankommen. Oder nee, wie ist das? Mineral Sludge, dieses hier. Ich weiß nicht, ob ich eventuell sogar auf 300 gehen könnte. Von der Menge, die hier produziert wird, das weiß ich, das ist mir noch, weiß ich noch nicht, das hinkriege, aber okay. Generell, dieser Bereich auf der Seite ist geplant für Produktion wie diesen Stein, zusätzliche Produktion, diese Gasverklappung und. Also hier sozusagen Support für die beiden Stränge, was hier drin alles passiert, genauso wie auf der anderen Seite den Support dafür auf der Seite einfach auslagern. Also was hier in der Mitte nur sozusagen das Nötigste steht. Ich habe noch einen Bauplan, den habe ich schon rausgesucht. Ich weiß, dass ich irgendwann mal, Wolf, ich meine dich jetzt so von dir, irgendwann vielleicht sogar schon mal so eine Produktionskette gekriegt habe, die aber riesengroß war. Ich habe sie nicht wiedergefunden. Ich weiß nicht, ob ich, also weggeschmissen habe ich es eigentlich nicht, aber ich habe sie wirklich einfach nicht wiedergefunden. Aber das hier ist zum Beispiel das, was ich oben schon gebaut habe. Und ich würde gerne, oder ich würde auch sagen, dass wir hier oben einen Teil mitnutzen. Das sollte uns nicht weiter stören. Also wenn wir hier oben sozusagen schon ein bisschen mit reinbauen. Wenn wir nach unten nachher Platz finden, sonst irgendwas dergleichen, und oder irgendwas überbleibt am Platz, können wir das immer noch wieder mit benutzen. Das würde ich hier einfach zweimal nebeneinander bauen. Da haben wir einen Abstand gelassen. Den lassen wir natürlich dann auch aus Anstandsgründen dort. Hoch muss ich. So, dann haben wir nämlich hier diese Geodengeschichte schon mal komplett durch. Theoretisch kann man diesen Platz natürlich schon wieder nutzen, um hier zusätzlichen Sand herzustellen, was wir natürlich eigentlich theoretisch nicht wollen. So, das wollen wir an sich nicht bauen hier. Wir wollen hier den Sand intern so gut nutzen, wie es geht und keinen zusätzlichen Sand verschwenden. Falls wir Sand über haben, wie gesagt, können wir das immer noch vereinzelt nutzen oder besser nutzen. So, dann gibt es hier natürlich auch die Möglichkeit, dass wir das weiterhin benutzen wollen und dass wir das hier weiterhin benutzen wollen. So, theoretisch eigentlich können wir das immer bis dahin bauen lassen, beziehungsweise selber bauen. Wir wollen ja hier jetzt mit den Maschinen sozusagen schon einen Großteil erstmal dann selber hinstellen. So, den Strom lassen wir mal weg. Hier gehen wir auch bis dahin. So. Wahrscheinlich muss ich das sowieso aufsplitten hier, dass ich in die Richtung rausgehe, damit ich unterschiedliche Flüssigkeiten machen kann, die wir hier brauchen. So. Das heißt, wir brauchen jetzt hier oben Teiche, ne? Kennen wir ja. Hier ist ja die Modderverarbeitung und dieses Gas, welches hier rauskommt, das wird ja, glaube ich, dann hier gesammelt und geht hier quer immer durch oder so. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber ich glaube, das spüre ich nach hier außen ab, beziehungsweise das kann ich dann hier oben abnehmen und kann dann hier Schwefel schon daraus herstellen. Mit der nötigen, mit dem nötigen roten Zeug und sowas, alles verteilen müssen. Aber gut, das haben wir noch nicht. So, heißt also, hier war, glaube ich, das einzige Ding, was ich jetzt nicht mitgeholt habe. Kann ich das mir selber herstellen schnell? Wo ist sie? Ja, kann ich mir herstellen. Okay. Und einen Wassergraben brauchen wir natürlich hier oben. Klar, logisch. So, jetzt müssen wir ganz kurz mal gucken. Wir kamen ja an eine Stelle, wo wir loonsen können. Genau, direkt da dran. Zack, ein Wassergraben. Okay.
Die muss ich jetzt nicht so groß machen. Ich kann auch kleine Teiche da einfach machen. Das ist ja nicht weiter schlimm. Tut ihr Kimi, wo bin ich denn? Da bin ich. So. Heißt also, einmal vergrößern die ganze Sache. Hier muss eine Pumpe dran. Und hier kommt die andere Pumpe hin. Ich glaube, die braucht ein bisschen mehr. Braucht, glaube ich, ein bisschen mehr Wasser. So. Gut. Dann kommt die Pumpe hier hin. So. Und dann kommt. Offshore-Pumpen? Habe ich nicht. Habe ich Gold. Ja. So, dann machen wir so ein paar Offshore-Pumpen nochmal schnell. So, so machen wir Map-Modus aus, damit hier nichts Schlimmeres passiert. Und dann kommt da nämlich der normale Wasseranschluss dran. Dann können hier die Gebäude schon mal stehen. So. Naja, gut. Dann stellen wir uns hier schon mal die Gebäude rein. Ich glaube, die sind doch richtig ausgerichtet. Ja, anscheinend nicht. So. Dann brauchen wir hier den Kameraden hier. Ja, das ist jetzt quasi denn hier schon wieder eigentlich theoretisch der Overkill, weil ich ihn hier schon wieder wesentlich mehr baue, als wir eigentlich brauchen. Theoretisch würde einer reichen, der diese Flüssigkeit in den Umlauf bringt. Aber das System in sich ist ja so geschlossen, von daher lasse ich das erstmal so. Und es funktioniert ja auch in allen Abhängigkeiten. Also von daher bleibt das denn auch erstmal so. Und ja, na gut, wie rum die dann drin stehen müssen, müssen wir uns nochmal drüber unterhalten. So, okay, dann bauen wir das mal hier auf. Ne, das war der falsche Knopf. Das ist der falsche Knopf. So. So sieht gut aus. Okay, so sieht gut aus. Stellen wir das mal da drauf hier. So sollte das hier was werden. Ja. Gut, Pumpe ist fertig. Ich kann jetzt die Pumpe setzen hier. Wo ist sie? Da ist sie. Zack. Geht sie da. So, und dann ist der Strang jetzt hier sozusagen, der kann produzieren. Okay, dann kommen wir hier sozusagen an den, das ist Crystal gelöt und ähnliches. Das heißt, hier müssten wir theoretisch noch schon Schwefelsäure von der Seite wieder reinbringen. Ja, also muss die Schwefelsäureproduktion hier in den oberen Bereich hinkommen. Das ist schon mal ganz gut, weil auch die Schwefelproduktion hier oben im obersten Bereich reinkommt. Das heißt, hier muss auch das Sulfuric Wastewater dann hier oben mit unverarbeitet werden, damit das dann noch hier unten weiterhin durchgeht, dass wir dann hier bis hierhin die Schwefelsäure haben, die hier sozusagen dann einbringen können. Genauso müssen wir natürlich dann hier wieder Wasser haben für andere Geschichten, damit wir dann hier, was können wir jetzt mit erholen, damit wir dann hier den Sand weiterverarbeiten können. Hier ist die große Frage, ob wir das spiegeln wollen, also ob wir jetzt sozusagen sagen, dass der Sand dann in der Mitte ist und die anderen Sachen dann außen. Da muss ich noch gucken. Das kann ich sicherlich noch beeinflussen. Hier am Ausgang, dass ich dann die anderen Förderbänder quasi gleich direkt rausgehen lasse und so. Oder dass wir die inneren dann da rausspringen lassen. Ich denke mal, das sollte kein Thema sein, dass wir das hinbekommen. So. Wollen wir das so machen? Ja, das machen wir so, ne? Also erstmal machen wir hier keine Präferierung mehr. Wir lassen das dann mal ruhig auf zwei Förderbändern rauskommen. Sollte eigentlich eins ausreichen, weil theoretisch sollten hier jetzt eigentlich nur 40 Einheiten kommen. Aber ja, wird ein bisschen mehr sein. Ist was anderes. So, das heißt, hier brauche ich erstmal keine Bevorzugung mehr. Die machen wir hier, da ist sie schon raus. Sehr gut. So, und dann machen wir hier diese Förderbänder, legen wir dann einfach um. Dass der dann. Warte mal. Hier rausspringt. Hier raus springt. Besser aus. Nanu. So. Wer denn hier nach draußen geht. Und der denn da nach draußen geht. So.
Dann haben wir nämlich den Sand beide Male innen. Das heißt, wir können hier schon sagen, dass wir hier Sand haben und hier werden wir Sand haben. Den wir dann benutzen können und eventuell dann halt eben hier sozusagen verarbeiten können zu mineralisiertem Wasser. Machen wir dann erstmal hier in der Mitte ein bisschen offen, aber so ist das denn schon mal denn da. So, wir brauchen. Jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken, wie viel brauche ich denn dafür, um das die Flüssigkeit herzustellen. Grundsätzlich den grundsätzlichen Bedarf an. Das hier nicht irgendwo mit dazwischen. Wenn das jetzt hier drin fehlt, ne, dann wäre ich wahnsinnig. Mineral Sludge. Ach, das ist hier mit drin. Alles klar, wir brauchen also nur 4 von den MK3-Teilen, die dieses Material hier sozusagen dann verpulvern. Kommt da wirklich bloß 40 raus? Ja, da kommt 40 Stück raus. 40,04, aber okay. 0,2, das sind so viel. Okay, okay. Hier brauche ich davon. Das heißt also eigentlich pro Ausgang 2. Okay. So. Vier Stück davon. Ich habe bloß 6 noch davon. Achso. So. Pro Ausgang eigentlich nur 2. Das heißt eigentlich, dann brauche ich hier auch keine 2 Ausgänge machen. Das langt hier, wenn dann da ein Ausgang rauskommt. Denke ich mir mal einfach. Der Einfachheit halber jetzt. Bringt der nämlich doch hier rüber. So, nee, das geht so nicht. Ne? Wenn ich hier einen Ausgang mache, dann muss ich bis dahin springen. So. Ich würde es gerne so haben wollen. Geht aber nicht, ne? So geht aber so. Gut, dann lassen wir das so. Was ist jetzt so dunkel hier? So. Wie viel Sand kommt dabei rum? Bei dieser ganzen Produktion hier irgendwann 12, 9. 4,8, also nochmal 12, plus 12 sind 4 plus 4. Solcher Maschinen. Wovon 4 dafür da sind, 18 dafür, okay. Da bekomme ich zum nochmal rechnen. 12 plus 9 sind ja immer noch 21. 25, 30, 35, 47, also knapp 50 Einheiten, also auch theoretisch 2 Förderbänder, die dann damit ankommen. Okay, gut. Okay. Also hier haben wir dann einen davon und dann haben wir hier einen davon. So. Da müssen wir noch gucken, wie weiter geht. So, das machen wir hier auch ein bisschen kürzer. Einfach nur der Würze wegen. So. Bisschen raus und hier gehe ich mal durchaus mit dem hinteren einfach bis nach da raus hier. So. Wir haben eigentlich noch ein bisschen mehr Platz in die Richtung. Achso, warte mal, ich kann ja links rechts bauen, ne? So. So runter und dann kann ich ja da links rechts links bauen. So, wo ist er? Wo ist er? Den Kameraden hier. So. Den kann ich ja. Oh, links, rechts da dran bauen. Ja, das passt hier erstmal. Und dann könnte ich hier den hier auch einfach so Klünker, Klünker, links, rechts ranbauen und dann ist das gar nicht so weit darunter. Wie viel von denen brauche ich denn? Mineral. Wie viel sind denn das hier? Theoretisch 2. Das verarbeiten können. Ich da theoretisch eine aus, aber 47 oder 57, da stand es eben gerade. Wie viel insgesamt da ist. Aber Sand muss ich von der Seite noch woanders extra produzieren, damit ich es hier reinbringe. Das heißt also, hier brauche ich nochmal einen Sand-Extra-Eingang. Ist das denn jetzt hier Sand auf der Seite? Ich nehme an, ja. Sieht so aus. Das heißt, Sand brauche ich hier nochmal einen extra Injektor, der von außen kommt.
Das ist so. Weil hier muss ja der Sand von den, der was ich zusätzlich produziere, noch mit reinkommen wieder. So, wie sieht das jetzt hier aus? Das sieht ja schon mal ganz gut aus hier. Ich könnte sogar einfach anfangen, sogar schon zu arbeiten, wenn es denn hier dieses Ventil hätte. Ah ja, okay. Gut. Naja, dann lass uns noch ein bisschen bauen. So, okay. Ich werde hier bei dem Modder noch nicht so viele von den Maschinen hier drin stehen lassen, oder? Nein, bin drin. Okay, dann werde ich jetzt aber bei der Logistik mehr... Wo können wir in der Tasche drin? Lass mir eh bringen. Okay. Soll ich ihn da ein paar bringen lassen? Okay, so, dann hätten wir hier sozusagen die Herstellung und hier hätten wir sozusagen. Wo ist es? Dann hatte ich es doch. Ah, die Herstellung. So, hier muss Schwefelsäure ran, da muss Wasser ran. Na ja, gut, okay. Hier kommt eine Flüssigkeit, da kommt eine Flüssigkeit. So, die beiden Flüssigkeiten, die brauchen wir. Mit echt wenig Platz aussehen, merke ich gerade. Die bräuchten wir dann hier. Bei den 6 Filtration Units. Meine Filtration Units und komme ich dann mit 10 Stück in die Tasche steckt. Ausgemittelt hier. Ja. Da brauchen wir die Flüssigkeiten, die wir hier kriegen und da kriegen. Richtig, das ist richtig, ne? Und dann hätten wir ja schon unser Endprodukt. Schon mal gar nicht so schlecht aus. Also erstens könnte ich mal da runter, zweitens könnte ich von der anderen Seite genauso dran kommen. Und das war in der Mitte enden. Jetzt müssen wir bloß noch den Rest alles an der Seite produzieren, ne? Das muss dann alles hier passieren, aber dann in doppelter Ausführung. Als das, was ich jetzt da gemacht habe. Sand, die Gase, das ab. Oh. Ja. Okay. Okay, das ist fair. Das ist echt fair. Nee, da kriegen wir jede Menge hier produziert. Das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Ja. Da kriegen wir hier jede Menge. Kriegen wir jede Menge durchproduziert. So, dann machen wir hier oben ein bisschen Wasser hin hier. Ne? So, müsste jeder sie einigermaßen gleich aussehen. Ja, das sieht schon mal ganz gut aus. Dann könnten wir hier mit dem Ventil schon mal anfangen und dann fängt er hier direkt an zu arbeiten. Glaube ich. Sollte mich aber nicht weiter stören. Habe ich davon jetzt bloß noch eine? Sind davon bloß zwei hergestellt? Bin ich doof? Entschuldigung, ich habe keine Antwort auf diese Frage. Wird irgendwie eingestellt, dass ich davon nur 0 in der Tasche haben will? Nee. Dann gibt es 2 Stück von gemacht. Das
wäre ja wirklich ganz debil. So. So, dann produziere ich mich hier schon wie die Wilden. Sieht man das sogar schon richtig hier und dann klappert das nämlich hier durch. Oh, kommt die, ich produziere noch nichts, warum produzieren die noch nichts? Ihr könntet doch eigentlich auch, fehlt irgendwo ein Rohrenstück. Weil die legen hier schon los, die Weltmeister, und die nicht. Okay. Der wird so ein Heavy Mat auch nicht los, weil... Die stehen alle falsch rum hier. So, jetzt. So, und dann sieht man hier, jetzt laufen die hier schon auf vollen Hochtouren, zack, 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 bis dahin. Und dann irgendwann sind die alle voll hier. Das wird natürlich dann erst wieder ein bisschen ins Stocken geraten, aber... Wie wir sehen, genau so soll es aussehen und genauso soll es rumpeln und machen und arbeiten. Sehr gut. Also, der erste Teil der Eieruhr ist fertig und wir wissen auch, dass wir die Eieruhr schön bauen können und natürlich auch vielleicht eventuell noch weiter nach unten setzen können oder ähnliches. Da müssen wir mal gucken. Obwohl ich das gar nicht so schlimm finde, wenn das da oben da anfängt und hier die Flüssigkeiten dann hier verteilt werden. Von hier und von da, keine Ahnung, überall machen wir ein paar Tanks dazwischen. Dieses Wasser, was hier gebraucht wird, kann ich vielleicht von unten sogar noch hochholen. Also kann ich sozusagen hier durchleiten in der Mitte oder hier mich einfach mit dranhängen an dem Rohr. Was da ist, aber dann müssen wir gucken, wie gut oder wie schlecht das passt, weil dann könnte ich nämlich hier sozusagen in der Mitte das Rohr durchlegen. Ja, eigentlich könnte ich hier das Wasser sozusagen hier hinbringen, da lang und dann hier hoch. Sieht aber wieder gut aus. Da geht doch was. Was produziert er für uns? Schön. Gut. Alles klar, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir hier weitermachen und das weiter ausbauen. Und wenn ich das richtig sehe, schaffe ich sozusagen 2, 4, 6, 8, 1600 Liter könnte ich hier theoretisch schaffen, wenn alles andere passt. Also ich habe noch außenrum hier noch Platz, ne? Also ich sag mal so, diese halbe Kiste kann ich wirklich runter. Ich kann wirklich hier drinnen anfangen, zack, und dann müsste ich ziemlich genau hier ankommen, ne? Können wir mal ganz kurz einrahmen, diese ganze Sache hier. Das ist natürlich noch nicht final, ne? Aber wenn ich das hier einrahme und dann da reinsetze, dann komme ich genau da unten an. Passt schon. Dann habe ich ringsrum Platz, um die ganzen anderen Sachen zu machen. Zusätzlichen Sand, den ich durchleiten muss und. Kriegen wir hin. Sieht gut aus. Ich bin erstmal zufrieden. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.